Aber das andere komische Geräusch war bestimmt die Rentiere. Das ist der neue Caller vom Rentier. Und ich glaube, ich habe gerade, ich weiß nicht, ob das so ein Rentier-Call war. Vielleicht ist er von euch einer dabei, der aber schon Rentiere geschossen hat. Da soll man das mal bitte sagen. Wo das jetzt mitbekommen hat. Weil der Fuchs ist weg. Sah blöd, die war da in der Senke drin, das ist klar. Der hat mich einfach gewittert. Aber jetzt mal schauen, irgendwie habe ich nämlich da noch was gehört. Eieiei, da ist die Spur vom Fuchs. Ich hoffe jetzt nur, dass mein Laptop nicht zu heiß wird. Schauen wir uns mal nochmal genau um. Ja, das ist die echte Dame, die steht jetzt da unten. Na toll. Voll bescheuert. Ja, ich bin in Hemmendal. Ja, JD Power. Irgendwas war da. Der Call ist schon cool. Ja, das ist jetzt die Elchkuh, was wir da jetzt hören. Da vorne ist er. Mal ein bisschen zurückgehen. War wahrscheinlich doch kein Rentier. Ich weiß nicht, ob man die mit dem Caller aufnehmen kann. Vielleicht war das ein ganz komisches Geräusch. Naja, mal weiterschauen. Ja, mal schon sehen, ob sich da irgendwas tut. Haben ja Zeit mitgenommen. Soll man ja auch bei der Jagd. Scheiße, für die zwei Elche haben wir nichts mehr gehört. Echt doof. Oh, was steht da drüben? Gar nichts. Da liegt was. Da liegt ein Elch, oder? Ist jetzt schon Schlafenszeit, aber hallo? Da liegt ein Elch, da liegt ein Elch. Da pennt ein Elch. Warte mal, wie weit ist der weg? Nochmal gucken. Halt. Gucken, habe ich gesagt. Mal gucken. Ja, 121 Meter. Das ist doch gar kein Problem mit der Waffe, was wir hier haben. Einfach hinlegen. Oder ranzoomen und dann schauen wir mal, dass wir ihn erwischen. Da ist der Kopf. So, jetzt haut er zwar ab. So, dann schauen wir mal. Die Waffe hört sich auf alle Fälle genial an. So, da kann man jetzt rennen. Wir haben jetzt eh alles vertrieben. Und dann schauen wir mal. Liegt der da rum, oder? Callt erst, dann call ich zurück. Der gibt mir Antwort, aber dann legt er sich hin zum Pennen. Ja, da kann ich ja Tage warten, bis er mal auftaucht.
Eieiei. Aber ich habe mich jetzt geweckt mit dem Wecker. So, jetzt schauen wir mal. Ob man. Muss ja, da ist die Starhammer. Mal schauen, wie wir getroffen haben. Haben wir den jetzt gar nicht getroffen, oder was? Doch, da haben wir Blut. Da ist Blut. Natürlich nur schauen, dass wir das mit der richtigen Spur erwischen. Okay. Da. Dann müsste das die nächste sein. Da, wo ich ihn dann zum zweiten Mal geschossen habe. Da habe ich ihn aber nicht mehr richtig gesehen. Naja, jetzt schauen wir mal. Jetzt gehen wir hinterher. Körper war's. Mal hoffen, dass er nicht allzu weit gekommen ist. Und hoffen, dass er nicht noch mal irgendwo links oder rechts ab ist. Der Elch. Mann, wo ist jetzt die nächste Spur? Jetzt gehen wir mal nochmal ein bisschen so lang und nochmal hoch. Jetzt kann ich auch sein, dass er einen Haken geschlagen hat. Das machen die echt oft. Ja, da ist eine Spur. Mal schauen. Das ist eine Flüchtende. Der hat wirklich einen Haken geschlagen. War meine Vermutung wieder richtig. Ja, langsam, aber sicher kenne ich die Gewohnheiten der Tiere hier. Immerhin, das ist halt das Schlechte bei den großen Tieren. Wenn du die nicht gescheit triffst, die laufen da meilenweit. Aber wenn du Pech hast, findest du es nie wieder. Aber so ist das halt dann eben. Da muss man dann durch. Gut, vielleicht hätte ich näher ran sollen. Aber er hätte erstmal die Senke runter und auf der anderen Seite wieder hoch und dann hätte er mich bestimmt mitgekriegt und dann wäre er eh weg gewesen. So, der ist jetzt hier auch weg. Verdammt nochmal. Finde jetzt keine Spur mehr oder was? Kann doch wohl nicht sein. Das kann doch wohl nicht sein. Mal nochmal hochschauen zu der letzten Spur. Mal schauen, ob wir da irgendwas sehen, wo sie lang ist. Da haben wir sie nun. Dann nehmen wir sie nochmal auf. Jetzt schauen wir mal, ob sie da irgendwo lang ist. Ja, wie gesagt, ich schlag ab und zu einfach Haken und dann ist er in irgendeine andere Richtung gegangen. Weil ich nicht glaube, dass er da runter ist.
Da sieht man auch nirgends eine Spur. Ah, da unten. Haha. Das ist nur die Frage. Ja, das ist er. Das ist er. Also du bist quasi darüber, mein Freund. Nein, darunter ist er. Ja. Da unten ist eine Spur. Schauen wir mal, was das war. Männlich? Nee, weiblich. Nein, das ist er nicht. Ah, doch, das ist er. Stimmt. Mann. So, flüchtend immer noch. Spannung, Spannung, Spannung. Und ein bisschen Schokolade. Na, wo bist denn jetzt? Wenn das jetzt nochmal zurück darf, nur weil du dir überlegt hast, da oben jetzt hochzugehen. Eidet aus. Jetzt habe ich was gehört. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Hi, Maggie. Mann, wo ist der Elchen? Jetzt gerne mal die und schauen dann nochmal. Rundumblick. So. Ist der vielleicht direkt darunter. Das hat er eigentlich jetzt die ganze Zeit gemacht. Ach komm, halt auf die Fresse. Wo bist du? Ich finde keine Spur mehr, das gibt's wohl nicht. Naja, mal kicken. Laufen wir jetzt doch mal da entlang. Vielleicht finden wir ihn. Da ist er. Da. Da bin ich mit der Nase fast dran gewesen, verdammt.